Hi, hier ist Christian von China Gadgets und neben mir steht da der neue CRX von Creality. Highlight, er druckt zweifarbig. Bevor wir starten, möchte ich zwei Sachen vorwegnehmen. Erstens, wir haben diesen 3D-Drucker direkt von Creality erhalten. Dafür vielen Dank, abgesehen von dieser kleinen Zolleskapade. Und zweitens, das ist noch eine Beta-Version. Es kann sein, dass es noch 1, 2, 3, 4, 5 Verbesserungen gibt. Darauf kommen wir später zu sprechen. Preislich gibt es den bis jetzt nur im Presale bei Gearbest für ungefähr 650 Euro. Ein fairer Preis wäre für mich persönlich so 550 Euro. Wir haben hier eine Druckfläche von 30 x 30 x 40 cm und das ist genau die gleiche Druckgröße, Bauraum, wie auch immer ihr das nennen wollt, wie beim CR10. Kommen wir doch mal zum Zubehör. Wenn wir das Paket erhalten haben, eine Menge Bilder sind bei uns auch im Magazin zu finden. Wir haben dabei das obligatorische USB-Kabel, um es zum Beispiel am Octoprint-Server zu betreiben. Die Länge ist ausreichend, es waren so ungefähr 1,50 Meter. Ein Kaltgerätestromkabel mit EU-Stecker, eine Kabelzange, aka Filamentzange und ein Filamentspachtel. Der Spachtel ist tatsächlich auch nicht zu breit und vorne schön spitz zulaufen, damit man das Filament auch richtig schön von der Druckplatte bekommt. Zweimal ein PTFE-Schlauch. Warum zweimal? Na klar, wir haben ja zwei Farben, das heißt zwei Schläuche. Wir haben hier so ein bisschen Maulschlüssel, Imbusschlüssel zum Reinigen, diesen Filamentkratzer und noch jeweils eine Ersatznozzle. Mit dabei liegt außerdem diese Bedienungsanleitung, die umfasst etwa 12 Seiten, ist auf echt verständlichem Englisch geschrieben. Der Aufbau hat bei mir ungefähr 15 Minuten gedauert. Ich habe nochmal jede Schraube extra nachgeprüft. Wer ein bisschen handwerklich geschickt ist, dürfte den guten dann hier wohl in roundabout 10 Minuten aufbauen. Bedienungsanleitung ist ehrlich gesagt somit unnötig, wäre aber zur Not eben auch noch auf der beigelegten MicroSD-Karte enthalten als PDF. Da sind unter anderem auch noch 3, 4 Dateien mehr enthalten, eine Teileliste, Troubleshooting-Dateien, das heißt, was kann man tun, wenn das Druckbild vielleicht mal nicht ganz in Ordnung ist. Hier ist alles Nötige dabei, sogar Testdruckdateien, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Eine der größten Veränderungen, die mir persönlich sehr, sehr gefällt, ist, dass wir das Netzteil hier unten verbaut haben, im Sockel des 3D-Druckers selbst. Ihr erinnert euch vielleicht noch am CR10, da baumelt irgendwie extern nochmal so ein Netzteil mit Mainboard durch die Gegend. Das haben sich letztlich auch alle anderen 3D-Druckerhersteller, wie zum Beispiel AlphaWise oder Trongsy, abgeguckt. Hier haben wir eben das Netzteil und das Mainboard im Sockel sehr, sehr schön in einem Metallrahmen-Box versteckt. Das macht einen sehr wertigen Eindruck. Hier auf der Seite, ich hoffe, man sieht es jetzt hier gerade im Bild, können wir die MicroSD-Karte einstecken und haben eben auch den USB-Anschluss. Eine weitere Verbesserung befindet sich hier vorne, ein Touchscreen mit Musik. Ob man die Töne, Musik wirklich braucht, kann man drüber streiten, aber das Touchscreen selbst ist eine deutliche Verbesserung. Erinnern wir uns an den CR10, da gibt es so ein Drehrädchen, das muss man reindrücken, im Zweifel dreht man es zu weit, betätigt den falschen Menüpunkt, hat man hier nicht. Das Touchscreen ist sehr genau, das heißt, wir können hier cool durch die Gegend navigieren, wir können die Z-Achse mal schnell anheben, wir können zurückgehen, wir sollten beim ersten Start die Sprache ändern auf Englisch und wenn wir das auch getan haben, gibt es keinen Übersetzungsfehler. Jeder Menüpunkt hier ist selbsterklärend, wir könnten zum Beispiel die Temperaturen jetzt schon mal anpassen, wir könnten 3D-Drucke starten und da gibt es schon den ersten kleinen Bummer. Es ist tatsächlich noch eine Beta-Version, denn wir können nur die 3D-Druckdateien starten, die im Wurzelverzeichnis der Speicherkarte liegen. Creality selbst hat uns tatsächlich viele G-Code-Testdateien beigelegt. Ihr seht ein paar hier. Die befinden sich in Unterverzeichnissen. Da können wir nicht hin navigieren. Das heißt, alle Dateien nehmen, ins Wurzelverzeichnis kopieren und dann können wir es erst drucken. Eine weitere Verbesserung meiner Meinung nach ist das Leveln. Und zwar hat Creality sich da wahrscheinlich ein bisschen bei Anycubic und Konsorten was abgeguckt. Wir haben hier den Menüpunkt Leveling und dann haben wir hier eine kleine Matrix mit 5 Feldern. Wir haben jetzt an dieser Stelle so ein halbautomatisch geführtes Leveling. Wir können die Position anfahren. Wir drücken jetzt einfach mal die 1. Er navigiert zum Raster 1 hin. Würden es hier entsprechend einstellen, navigieren dann zur 2. Das Hotend fährt auf die Seite. Und so weiter und so weiter. Und abschließend kommt eben Schritt 5. Und zwar das Leveln in der Mitte. Ich empfehle euch, diesen Prozess zweimal durchzulaufen, damit ihr es wirklich exakt gelevelt habt. Eine kleine Anmerkung dazu. Im Internet hört man ganz oft, naja, dass von Creality die Glasdruckflächen nicht so plan, so eben, so gerade sein sollen.
Das Problem hatte ich an dieser Stelle nicht. Kommen wir zum Hotbed selbst nochmal, wo wir gerade dabei sind. Hier, finde ich, gibt es auch nochmal deutliche Verbesserungen. Wir können nämlich die Glasoberfläche einfach entfernen, indem wir hier diese zwei Metallverschlüsse nehmen, aufmachen und die Glasfläche rausziehen. Die Glasfläche selbst finde ich sehr cool. Die finde ich sogar tatsächlich besser als beim Anycubic i3 Mega. Denn wir haben hier oben eine Art Silikon-Plastikbeschichtung und beim Abkühlen scheint sich das zusammenzuziehen und die 3D-Druckstücke, wie zum Beispiel dieser Pangolin, lösen sich tatsächlich beim Abkühlen wirklich und ohne Gewalt, ohne einen Filamentkratzer, springen diese Teile ab. Wenn es immer noch nicht reicht, gerade jetzt in der warmen Zeit, mein kleiner Tipp, man kann diese Glasplatte auch einfach nehmen und ins Gefrierfach oder in den Kühlschrank packen. Meistens reicht das auch schon. Hier müssen wir eben dann nicht mehr irgendwas abschrauben, abklemmen. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz, ihr seht es vielleicht schon selbst, gerade wenn man zu rabiat mit dem Filamentkratzer zugange ist, haben wir hier wirklich bleibende Schäden. Wir haben hier, das kennen wir schon von anderen Creality 3D Druckern, einen halbwegs vernünftigen Kabelschlepp. Habe ich schon besser gesehen, ist aber tatsächlich so bei allen neuen Creality 3D Druckern vorhanden. Das heißt, dieses Hotbed bewegt sich ja im Laufe der Zeit hunderttausende Male. Es gibt 3D Druckerhersteller, die löten dieses Kabel einfach so fest ans Hotbed. Irgendwann löst es sich vielleicht ein bisschen, das führt zu Kabelbränden. Und schön, hier haben wir eine vernünftige Halterung, gut mitgedacht, Creality. Zudem hat mir gut gefallen, dieses Flachbandkabel, kennt ihr vielleicht noch von alten Festplatten, stecken wir einfach rein, gibt dann ein hörbares Einrasten und damit haben wir diese komplette Achse mit Strom bzw. mit den nötigen Signalen versorgt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen? Auf dieser Seite befindet sich noch ein Acrylteil. Ich meine, komm schon, das wären 10, 20 Cent mehr gewesen und dann hätte man einen 3D-Drucker gehabt, der komplett aus Metall gefertigt wurde. Hier sehen wir, da kommen die Kabel aus dem Sockel heraus und hier befindet sich eine Art Gummischutz, damit dieses Kabel nicht am scharfkantigen Loch des Sockels schabt. Auf Dauer kann das dann nämlich eben die Kabel beschädigen. Wurde hier gemacht, aber nicht bei der Z-Achse, beziehungsweise bei den Kabeln für die Z-Achse. Jetzt kann man sich streiten, unterliegen die so viel Bewegung, ist das wirklich nötig? Meiner Meinung nach hätte man es einfach machen können. Wir sehen hoffentlich, dass unser Kameramann jetzt hier unsere zwei Z-Achsen anfährt und das ist auch eine kleine Besonderheit. Wir haben nämlich in Beta-Version hier oben nur einen Stepper gesehen, der über Zahnriemen beide Achsen steuert und dann wurde sich tatsächlich in einigen Beta-Tests beschwert, wo das denn hin sei. Ich finde diese zwei Z-Achsen-Lösung mit wirklich zwei Steppern wirklich viel besser. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht den Grund, warum man darüber ablästert. Zweimal hier oben schön gehalten. Ich hoffe, das sieht man jetzt auch schön. Ist nicht wirklich nötig, wenn das vernünftig über die Kuppel eingespannt ist, sind diese Halter hier oben nicht nötig. Aber ich finde, es macht einfach nochmal ein bisschen mehr her. Wir haben hier einen Z-Endstopp, hier nicht. Das haben andere 3D-Druckerhersteller, wie zum Beispiel auch der neue Jaggi Aurora, A5X, glaube ich, heißt er, besser. Wir haben auf zwei Achsen jeweils einen Z-Stopp und das Level macht somit ein bisschen mehr Spaß. Die letzte Seite des CRX befindet sich dann hier. Wir haben hier einmal einen An-Ausschalter und eben unseren Stecker fürs Kaltgerätestromkabel. Hier befinden sich die Feeder-Stepper und ich hätte mir ehrlich gesagt hier eine bessere Lösung gewünscht, wie zum Beispiel den Titan-Klon, den ja Tevo verwendet. Ja, 2018 hätte man den meiner Meinung nach schon verwenden können. Und ebenfalls fehlt hier, finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen unschön, ein Filamentsensor. Das heißt, wenn hier irgendwann mal die gewaltigen Rollen, die dabei lagen, also Daumen hoch dafür, Creality, ich meine, das sind locker 500 Gramm. Aber wenn sie irgendwann mal leer sind, der druckt einfach eiskalt weiter und druckt letztlich Luft. Das heißt, ich hätte mir hier jeweils an den Feeder-Stepper-Motoren Filamentsensoren gewünscht. Kommen wir doch jetzt zum eigentlichen Highlight, nämlich dem Dual-Extruder. Den Einsteigern sagt das vielleicht noch nicht so viel, die Fortgeschrittenen langweile ich gerade, aber lasst mich mal ein bisschen ausholen. Wir haben eben hier diese zwei Stepper-Motoren. Der eine führt aktuell rotes Filament zu, der andere führt gelbes Filament zu. Geht beides hier in dieses Hotend. Und je nach Farbe wird eben nur ein Stepper angesteuert und das Filament daraus extrudiert. Und das andere wird nochmal kurz zurückgezogen. Am Beispiel mal ganz schnell erklärt, wie ist diese Box eigentlich zustande gekommen. Wir starten mit den jeweils vier gelben Flächen, so wie beim ganz normalen 3D-Drucker. Und wenn dann der Filamentfarbwechsel ansteht, fährt das Hotend rüber, zieht das nicht mehr benötigte Filament raus
und das andere wird nachgeschoben, die andere Farbe, in dem Fall rot. Natürlich befinden sich vielleicht noch gelbe Filamentreste im Hotend selbst, deswegen wird dieser Klotz mitgedruckt, deswegen haben wir hier so ein solides Orange, würde ich einfach mal sagen. Und wenn dann eine komplette Leerhöhe abgefahren ist mit dem neuen Filament, kann man eigentlich davon ausgehen, dass eben jetzt sich nur noch rotes Filament befindet und wir navigieren zurück zum, naja, zu dieser Box und können das rote Filament drucken. Solange bis dieser Layer auch komplett abgeschlossen ist, fahren dann wieder rüber, drucken die restlichen Farbpigmente, so nenne ich sie jetzt mal, wieder leer. Und fahren wieder zurück und drucken dann mit Gelb weiter. Das dauert einfach und somit ist letztlich auch der Filamentverbrauch, na ganz klar, wesentlich höher. Es gibt, das möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen, noch zwei, drei andere Lösungen. Eine ganz populäre Lösung ist auch, dass wir mit zwei Hotends arbeiten. Hier teilen wir uns ja mit zwei Filamenten ein Hotend. Es gibt welche mit zwei Hotends, da ist das Leveln und die Genauigkeit dann das andere Problem. Was mir auch gefällt ist, wir haben hier eine zweiseitige Bauteilbelüftung. Es sollte meiner Meinung nach inzwischen auch Standard sein. Das heißt, hier haben wir einmal einen Lüfter, auf der anderen Seite haben wir einen Lüfter und ab dem zweiten Layer belüftet er dann das Bauteil von zwei Seiten, sorgt dafür, dass das Filament extrem schnell runtergekühlt wird und dann hoffentlich haftet. Und ihr seht hier eine kleine Auswahl der Druckobjekte und da haben wir wieder so einen kleinen Nachteil. Wir haben hier eben zwei Extruder. Wenn ihr schon mit Cura, Slicer und Co. gearbeitet habt, dann wisst ihr, das kann relativ tricky sein mit einem Extruder bereits. Hier müssen wir natürlich irgendwie noch in den G-Code mit reinprogrammieren, wie viel Filament soll zurückgefahren werden, damit das andere Filament eingefahren werden kann. Wo soll die Nozzle dann hinfahren? Wie lange soll sie dann übergangsweise das andere Filament rausdrucken? Creality hat eine Konfigurationsdatei beigelegt für Cura 1.5 irgendwas. Da war es noch lizenztechnisch möglich, das beizulegen. Hat natürlich keiner mehr. Aktuell haben wir Cura 3.3.1. Das heißt, ich musste gerade alles mit Trial and Error rausfinden und ich sage auch ganz offen und ehrlich, ich habe noch nicht die perfekte Konfiguration gefunden. In Schulnoten ausgedrückt würde ich dem Ganzen hier eine 3 geben. Woran liegt das? Und das ist, kreide ich Creality an dieser Stelle wirklich an, denn es liegt überhaupt nicht am 3D-Drucker selbst, sondern einfach an der Bedienung des Slicers von Creality, von der Layerhöhe, von den Geschwindigkeiten und Co. Denn wir drucken hier mit einer Layerheit von 0,2 mm. Das sieht per se einfach schon mal ein bisschen grober aus. Wenn wir das jetzt hoffentlich mal hier im Detail zeigen, erkennt man dann doch ein, zwei kleine Fehler. Wir erkennen auch ganz, ganz kleine Wellen, weil hier einfach viel zu schnell gedruckt wurde. Das heißt, was habe ich gemacht im Nachgang? Ich habe die Leerhöhe auf 0,1 mm gestellt. Ich habe das Tempo noch mal ein bisschen angepasst, vor allem auf dieses Filament. Und ich habe dann einfarbig hinbekommen, ihr kennt ihn vielleicht, diesen T-Rex, und der sieht wirklich Bombe aus. Da gibt es überhaupt gar keinen Grund zur Klage. Der beigelegte G-Code, nicht cool, ohne Frage, liegt aber mitnichten an dem Gerät selbst. Ich habe euch auch noch zwei andere Dateien ausgedruckt, hier wird es auch nochmal deutlich. Banshee zweifarbig und wenn ihr mal in das kleine Türchen druckt, dann seht ihr, es gibt ein Layer-Shifting und zwar hier oben. Und ein Layer-Shifting liegt seltenst am 3D-Drucker selbst. Hier deutet alles auf einen fehlerhaften G-Code hin und das war tatsächlich auch so. Auch hier wurde von Creality nicht wirklich schöner G-Code produziert. Richtig schön deutlich wird es, dass die Qualität echt cool ist an diesem Pangolin. Ich glaube, es wird kaum ein 3D-Druck so viel in der Redaktion verwendet wie dieser Pangolin. Schuppentier zu Deutsch. 0,2 mm Layerheit und ich hoffe, ihr erkennt es, die Qualität ist wirklich geil. Cura selbst spricht von einer Draft Quality, also von einer Entwurfsqualität, um mal schnell einen Prototypen zu drucken. Und hier gibt es nichts zu klagen. Die Druckqualität ist wirklich sehr, sehr schön. Die Gelenke, ihr seht es, greifen extrem geil ineinander. Creality selbst hat vor etwa 2 Tagen ein Video rausgeschoben, in dem sie gesagt haben, im brüchigen Englisch, ja, das ist eine Beta-Version gewesen, das tut uns ein bisschen leid, wir wissen selbst von 1 bis 2 Fehlern. Ärgerlich, das hätte man uns Testern hier von China Gadgets vielleicht so nicht zumuten müssen, aber ich muss auch ganz klar sagen, es ist noch nicht für den Endkunden erwerblich, dieses kleine Gadget. Insofern kann ich denen das nur bedingt ankreiden und ich bin überhaupt nicht auf der Seite von 1, 2 YouTube-Reviewern, die sagen, was für Mist wurde uns hier angedreht, das Ding ist halb fertig. Nein, gucke ich mir das Teil an, das ist eine richtig gute Qualität, bediene ich den Slicer vernünftig,
Auf meine Ansprüche kriege ich sogar eine viel bessere Qualität hin. Man muss natürlich Zeit investieren und nicht einfach Drucker um Drucker hintereinander im Review raushauen und so tun, als ob. Da muss ich mal ganz deutliche Kritik äußern. Dennoch, ein, zwei Kritikpunkte gibt es. Vielleicht löst Creality das noch vorher. Ich könnte aber als Besteller tatsächlich auch damit leben, dass das Ding genauso ausgeliefert wird, wie es hier steht, wenn dann der Preis stimmt. Denn wir wissen auch, die Creality-Community ist sehr, sehr aktiv und Quickfixes zum Selbstausdrucken wird es recht schnell geben. Ich mache mir da ehrlich gesagt keine Sorgen. Ja, braucht man den zweifarbigen Druck wirklich? Oder wenn man eh mit Farben rumhantiert, will man es danach nicht grundieren und eh in seiner Lieblingsfarbe der Wahl anmalen, ansprayen, sind zwei Farben dann nicht eh zu wenig? Wenn ihr sagt, zwei Farben brauche ich gar nicht, greift weiterhin zum CR10. Der ist wirklich altbewährt. Klar, ist ein bisschen betagter. Dementsprechend gibt es aber auch 1 Million Verbesserungen. Er hat exakt die gleiche Druckfläche. Steht ja auf dieses All-Inclusive-Aussehen. Wir haben wirklich alles an einer Stelle. Kein externes Netzteil, das befindet sich da unten schön drin. Man kann das Ding mitnehmen, woanders hinstellen. Das sieht im Zweifel auch im Regal ganz schön aus. Aber ihr braucht diese riesen Druckfläche einfach nicht. Nehmt den Anycubic i3 Mega. Wollt ihr wirklich mit zwei Farben drucken? Es führt kein Weg dran vorbei. Ihr braucht wirklich diese große Druckfläche. Dann solltet ihr definitiv den CRX im Auge behalten, denn ich kann mir vorstellen, der wird den Markt richtig auffühlen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, haut es mir wie immer hier unten in die Kommentare oder schaut bei uns im Blog vorbei. Da habe ich zig Detailfotos, Spezifikationen nochmal extra aufgelistet. Nehmt euch die Zeit, ist eine Menge Kohle, da habe ich von A bis Z nochmal alles aufgelistet. Hier geht's zum nächsten Video und dann sage ich ciao und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Christian.